Herzlich willkommen. In diesem Video geht es um das Anseilen, also darum, wie man den Klettergurt mit dem Seil verbindet. Dafür verwendet man den Achterknoten. Als erstes nehmt ihr ein Seilende und haltet die linke Hand ca. 1 Meter von euch entfernt. Mit dieser Hand dreht ihr das Seil zweimal gegen den Uhrzeigersinn. Fädelt dann das Seilende von hinten durch die obere Schlaufe und zieht es ganz durch. Noch einmal, 1 Meter vom Seilende entfernt, dreht ihr das Seil mit der linken Hand zweimal gegen den Uhrzeigersinn und zieht das Ende dann durch die obere Schlaufe von hinten durch. Hier sieht man gut die Form der 8. Das Seilende fädelt ihr jetzt durch die Beinschlaufe und die Hüftschlaufe und fahrt danach mit dem Seilende der 8 nach, die bereits im Seil ist, sodass eine Doppel-8 entsteht. Alle Seilstränge müssen nun gut festgezogen werden. Das lose Seilende sollte etwa 2 Handbreit lang sein. Im nächsten Video lernt ihr den Halbmastwurf, den Sicherungsknoten, kennen. Bis bald!